Und damit ein herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Survival. Und wir spielen eine neue Folge Anno 1800. Wir sind ja nebenbei im Livestream und spielen so ein bisschen live, nehmen das Ganze auf. Falls ihr mal dabei sein wollt, Livestream ganz einfach auf Twitch oder auf YouTube, Let's Survival. Auf YouTube findet ihr es ja ganz einfach, dann dort einfach, mal mich abonnieren. Hi. Followen, besser gesagt, oder abonnieren bei YouTube, bei Twitch followen. Und dann verpasst ihr auch keinen Stream. So, alles klar. Wir haben auf jeden Fall hier auf dieser Insel in Halle, da haben wir noch ein bisschen was vor. Wir wollen da die Bevölkerung Wachstum generieren und dafür brauchen wir jetzt Fleisch. Wir werden hier die Fleischproduktion auf der Straße mitmachen. Beziehungsweise hier einmal einen Abzweig machen. So. Wir machen hier die Handel, den Handels, oder ja, das Warenhaus. Wir werden hier die Schweinerei machen. Ein Schwein, eine Minute, eine Wurst, eine Minute. Das heißt, wir werden erstmal hier anfangen mit Schweinerei. Machen wir 3 Abstand. Das hat einen Grund. Und zwar, das sind immer so 2 Felder, aber man kann die auch so drehen. Und dann hat man hier 5. So. Und schon hat man eine gute Ausbeute. So, wir machen hier für so. Halt. So. Und wir machen natürlich noch eine Schweinerei. So. Das kann man hier. Machen. Und dann hier auch noch eine Metzgerei hin. Und dann haben wir 3 Metzgereien für 3 Schweine farmen. Und das sollte erstmal ausreichen. Jetzt haben wir ja die Bevölkerung wieder zu maximieren. Da würde ich sagen, wir nehmen die hier hinten. Das ist ein gutes Viertel. Und das hier. So. Jetzt brauchen wir wieder Bauern. Und wir haben eine Quest. Guck mal da. Erstmal so. So, wir machen erstmal die Straße. So. Was wollt ihr denn? Jeden Tag eine gute Tat? Bäuerin bietet Ihnen eine Lieferaufgabe an. Hier hatten wir keine Zeit, uns auf den Winter vorzubereiten und das Knie meiner Mama sagt für dieses Jahr einen ganz harten vorher. Haben Sie vielleicht ein paar Bretter für den Kamin übrig? Na, natürlich. Ich hätte da eine ehrliche Arbeit für Sie. Alles erledigt? Ja, danke. Ich wünschte, ich könnte Ihre und wir bekommen Qualitäts-Paprika-Saatgut. Hier ausgerüstet. Beeinflusst Paprika-Farm. Das brauchen wir dann da oben für die zweite Insel. Okay, dann würde ich sagen, wir können hier schon mal das Brot beginnen, oder? Wir brauchen auf jeden Fall noch mal ein paar Bauernhäuser. Wir können hier die auch aufwerten. Wir brauchen auf jeden Fall immer noch mehr Bauernhäuser. So. Immer mehr. Das wird richtig, richtig groß, die Stadt. So. Dann haben wir halt. Haben wir so. Ach so, da ist ja ein Garten, alles klar. Das wird hier eine schöne Insel.
So. Natürlich brauchen wir auch hier eine Straße anbinden. Dann machen wir das. So. Tier kann man ja wegnehmen. Hier kann man wegnehmen. Hier kann man wegnehmen. Ja, sieht gut aus. Kann man jetzt auch hier wieder schön dekorieren. Diesen Sonntag stelle ich die Frage aller Fragen. So. Lass uns doch mal wieder treffen. Spielstand gespeichert. Ein paar Bäume hin. So, jetzt hätte ich gerne hier wieder Apfelbäume. Schade, dass es nicht alles in einem Dings drin ist. In einem Baum. So, Brunnen. Und hier mal ein Busch. Dann stell sie doch mal. So. Gut, haben wir da schon mal ein bisschen mehr im Grün. Sehr schön. Also sieht eigentlich schon ziemlich cool aus. War ich sogar schon vor den Vögeln wach. Das sieht richtig schön aus. So ein paar Blumen und Bäume und Apfelbäume. Ja, das sieht schon geil aus. Gut. Jetzt wollen sie eine Schule haben, ne? Ne, noch nicht. Jetzt brauchen sie erstmal... Jetzt brauchen sie erst einmal Brot. Da würde ich sagen, hier Felder. Okay, wir brauchen auf jeden Fall erstmal 1, 2 und hier die Mühle. Schätzchen, bring Papa doch seinen Hut nach draußen. So. So wie hier ein bisschen freihalten, Steine, Kohle und Zement. Da würde ich sagen, hier noch ein Lagerhaus. Dann haben wir erstmal eine. Und jetzt brauchen wir natürlich noch die Bäckerei. Ne? So, also hier ist es 1 Minute, 30 Sekunden und 1 Minute. Das heißt, wir können 2 Bäckereien betreiben. So. Also nochmal 1 Minute. Die Mühle macht aber 3 Sekunden. Das heißt, 1 Minute. Um sie voll auszulassen, brauchen wir 2 Getreidefarmen. Dann wäre das hier auch 1 Minute. Dann hätten wir hier Bäckerei. 1 Minute. Das heißt, 30 Sekunden kann 2 Bäckereien betreiben. Gut, dann haben wir das auch. Das sollte erstmal reichen. Das kann man später immer noch erweitern.
Wir brauchen sowieso noch eine hier so eine ja, Getreidefarm, aber die machen wir wegen was anderem. Wir haben jetzt hier noch ein bisschen Platz, ne? Ja, ich würde sagen, wir machen hier noch eine Straße rein. Und jetzt machen wir die Alkoholproduktion. So. Wir brauchen hier auf jeden Fall erstmal ein Warenhaus. Die Bevölkerung hier bekommt erstmal Alkoholverbot. So, das kriegt ihr nicht. Das ist für euch tabu. Okay. Wir brauchen hier erstmal eine Getreidefarm, wie gerade eben auch. Die machen wir mal hier hinten an den Rand. Dann brauchen wir hier eine Hopfenplantage. Also hier eine Minute 30. Gespeichert. Das heißt, wir brauchen, das hier sind 3 Sekunden. Wir brauchen 2 Melzerei, um Hopfenplantage zu machen. Und die wiederum brauchen eine Minute. Das heißt, also eigentlich bräuchten wir 2 Hopfenplantagen. Ja. Wir bräuchten 2 Getreidefarmen. Genau. Sollte so hingehen. Also, erstmal hier. Einige Felder könnten helfen. Ja, ja, könnten auf jeden Fall helfen. Da hast du vollkommen recht. Das hast du richtig erkannt. Die könnten richtig helfen. Die Waffenruhe wurde beendet. So. Dann bauen wir hier gleich noch eine zweite Farm hin. So, dann haben wir die auch. Jetzt haben wir Hopfenplantage. Da brauchen wir 2. Ich glaube, das geht auch aus. Ja, das sind nämlich nur 96. So, erstmal hier hinter. Dann hier hinter. Und hier hinter. Dann. So, was wir auf jeden Fall noch brauchen, ist hier wenigstens mal eine Feuerwehr. So. Dann zurück zur Produktion. Also, wir brauchen noch eine Hopfenfarm. Die hier herzustellen wäre Quatsch. Hier auch. Ich würde sie mal hier hinstellen. Vielleicht auch die dahin. Weil da kann ich da... So. So. Alles klar. Passt. So, dann haben wir hier so, machen wir das. Und wir brauchen jetzt Bier und 2 Stück. Bierfabriken. So. Dann können wir das hier noch wieder weiter rantun. Also, wir gucken nochmal nach. Also 1, 2 macht dann eine Melzerei. 1, 2, das sind 3 Minuten insgesamt. Damit können wir 2 auf jeden Fall betreiben. Sollte klappen.
1 Minute 30, nochmal 1 Minute 30. Ja, das sollte gehen. So, gucken wir mal, was er uns zu bieten hat. Diesen überaus schmackhaften Apfel überreichen. Weiß wie Schnee, rot wie Blut. So gut, wird der Krieg nie enden? Nein, sagt die Admiralität, da der Konflikt nach meiner Zeit der Ruhe fortgesetzt wird. Flotten werben an, Seeleute polieren Geschütze und Pulverfässer werden geladen, da die Parteien wieder in den Boxring steigen. Wann wird diese unnötige Blutvergießen ein Ende haben? Das sind die Piraten, die gegen uns sind. Absolut hoffnungslos. Der Mangel an Bier aufgrund der schändlichen Wirtschaft trocknet in Halle die Fugen der Gesellschaft aus. Geringes Explosionsrisiko. Sicherheitsinspektionen in Halle ergaben, dass die dortige Industrie nicht viel Explosion befürchten muss. Die Möglichkeit besteht immer, solange die bekleidende Wirtschaft noch in den Kinderschuhen steckt, hieß es. Keine Änderung. Kann man so lassen. So, das heißt, wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal die Produktion soweit angereichert. Wir haben jetzt hier noch keine Seife, die machen wir jetzt. Seife. Also, wir haben eine Schweinerei, macht eine Seiferei und hier eine Siederei, ne? Das heißt, wir machen hier in dem Viertel der bösen Schweinchen eine Siederei. So. Natürlich dann eine Seiferei. So, passt. Wackelt, hat Luft. Machen hier dafür natürlich gleich auch noch ein Warenhaus. Die können dann auch das andere mit abholen, sodass immer eins übrig ist. Dann haben wir das auch. Und das hier können wir natürlich die wieder runtersetzen auf 50, weil da ist genug Seife vorerst da. Wir können aber dann Seife auch verkaufen gehen. Das heißt, wir könnten hier auf unserer Hauptinsel mal Seife produzieren, oder? So, wie sieht's denn aus mit Seife? 31. Gut. Dann würde ich sagen, wir machen auf jeden Fall noch eine Seiferei. Eine Vasenmeisterei. Dann haben wir auf jeden Fall hier noch Platz. Also, eine Minute. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall noch eine Schweinezucht. Geht das hier hin? Ne, es geht da nicht hin. Das könnte ich hier hin machen, ne? Auch nicht, wirklich. Sieht dann doof aus. Oh ja, gut, wir schaffen das. So, einmal da. Damn, son. Hey, Alex. Alex, danke dir für dein Follow auf Twitch. Vielen, vielen, vielen Dank. Hab gerade ein Follow bei Twitch bekommen. Geile Sache. So, dann haben wir hier die Möglichkeit, so eine... wie machen wir das? Ich glaube so, ne? Ich glaube, das ist gar nicht so dumm. So, dann haben wir hier... Versteckt die Flaschen, der Boss kommt. Gut. Ein bisschen Seife produzieren. Schiff und die und Seife auch wegbringen. Jeder einzelne wird ungeachtet der Schäden, Admiral. Ja, die Spanken brechen. Wow. Ein Schiff wurde zerstört. Ich brauche eine Kanonengießerei. Ihr Hafen wird angegriffen. Wow. Ich brauche da... Wir helfen, wo wir können. Brauchen eine Kanonengießerei. Okay, da brauchen wir auf jeden Fall jetzt hier. Wir müssen jetzt hier noch Eisen produzieren.
So. Das. Nee, will ich eigentlich gar nicht auf die Insel. Aber wir haben hier ja noch eine Eisenvorkommen. Wo ist denn das? Hier. Da haben wir jetzt volle Lager mit Eisen, ne? Da können wir auf jeden Fall noch eine Schmiederei bauen. Hier, okay, wir machen das jetzt. Hier ein Eisen, ein Hochofen. So. Und jetzt machen wir hier eine Kanonengießerei. Und zwar nicht eine, sondern zwei. Weil 3 Sekunden, 1,30, ja. Und wir machen hier noch schnell ein Lagerhaus hin. Jetzt muss ich auf jeden Fall... Jetzt muss ich mich um die blöde Scheiße kümmern, ey. Okay, die blöde, blöde YOLO. Nein. So, wir brauchen hier Arbeiter wieder. In der Hauptstadt. Spielstand gespeichert. Wir haben Segel auf deinen Hafen gesetzt, Fischfutter. Ja, leck mich. Ach Gott. Böse, 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 ey. Wir helfen, wo wir können. So, für eine Fregatte brauchen wir 15 Kanonen. Für ein normales Kanonenboot brauchen wir 7. Ja, wir brauchen... Wir müssen jetzt... Hätte ich vielleicht schon eher anfangen sollen. Zur Stelle. So. Können mal... Bisschen was verkaufen gehen. Neue Befehle? Wir haben halt kein Geld für das, für die Fregatte zu kaufen. Die kostet 21.000. Das haben wir noch nicht. Da müssen wir erstmal ein wenig was verkaufen gehen. Ich glaube, das ist ganz notwendig. Die Piraten gehen mir jetzt schon wieder auf den Piss, ey. Aber das gehört dazu. Okay, Hauptinsel ist auf jeden Fall gut in der Versorgung. Wir haben jetzt hier wieder Seife, geht jetzt wieder nach oben. Sehr schön. Fenster haben wir. Das heißt, wir können jetzt hier auf der Hauptinsel schon mal handwerkmäßig die Konservendosen bauen. Rein theoretisch. Wir könnten natürlich auch das Rathaus bauen. Aber das können wir erstmal verkaufen. Also ich würde sagen... Lass uns hier die Fenster erstmal komplett verkloppen. So, dann können wir da ein bisschen Geld machen. Schiff unter Beschuss. Oh Mann. Lass mich bloß in Ruhe. Wir helfen, wo wir können. Können wir das mal schnell... verkaufen und dann wieder wegfahren. Schiff unter Beschuss. Ruder übernehmen. Mit dem größten Vergnügen. Und alles mit dem Siegel der Königin. Steuermann. Segel setzen! Schiff unter Beschuss! Das geht mir jetzt schon ums Dach. Das sieht nicht gut aus. Geben unser Bestes. Das wird wohl nichts. Das schaffe ich nicht. Das Schiff wird versenkt.
Schade. Schäden, Admiral. Ah, so viele Lungen voller Wasser. Ja. Was? Ein Schiff wurde zerstört. Das war's. Ein Feuer ist ausgebrochen. Auch noch das, ey. Na gut. Tja. Jetzt habe ich kein Schiff mehr. Und bloß noch 92 übrigens ein Plus. Okay. Das ist scheiße. Das ist richtig scheiße gerade. Ich könnte natürlich jetzt hier wieder ein neues Schiff in Auftrag geben. Ich würde sagen, da müssen wir auf jeden Fall uns eine Fregatte bauen. Eins, zwei Stück. Das ist ja nicht mehr schön hier. Bald klebt dein Blut an den Planken. Ja, da müssen wir in der nächsten Folge uns mal um Boote kümmern. Also wird die nächste Folge sich um Boote drehen. Wir brauchen Fregatten, wir brauchen Boote. Es nützt ja nichts. Vielleicht kriege ich jetzt Mittelgeld, warte mal. Da kann ich ja hier noch schnell... Ja. Vielleicht kaufst du mir was ab. Oh ja. Die Flammen wurden gelöscht. Okay, Flammen sind wenigstens gelöscht. Ja, also da müssen wir uns gleich ein bisschen drum kümmern. Es nützt ja nichts. Es nützt ja nichts. Jetzt wollt ihr die Schule haben, ne? Ja. So, Zufriedenheit habt ihr hier, bis auf Bier alles, genau. Jetzt brauchen wir natürlich ein Schiff, um das Ganze hin und her zu transportieren. Ja, das wird wohl ein kleines Segelschiff sein müssen. So. Und wie gesagt, eine Fregatte gleich, komplett eine Fregatte bauen. Also, wir werden uns jetzt zwei kleine Schiffe bauen. Die brauchen wir hier, um hin und her zu Waren transportieren. Und dann bauen wir uns Fregatten. Ich werde mir eine Armada an Fregatten bauen, ey. Das geht so gar nicht. Ich möchte die jetzt versenken. Ich danke euch erstmal fürs Reinschauen. Für YouTube. Und auf Twitch gerne dranbleiben. Es geht gleich weiter. Also